Und ich spreche jetzt mit Dr. Christian Keutsch. Er ist Präsident von ISMC. Schönen guten Tag und vielen Dank für Ihre Zeit. Schönen guten Tag, Herr Kampfort. Ja, seit Jahresbeginn 2024 leiten Sie als Präsident die Geschicke der geplanten ISMC-Chipfabrik in Dresden. Das ist ein Joint Venture von TSMC mit Bosch, Infineon und NXP. Was ist denn konkret am Standort für ein Werk geplant? Wir werden eine moderne Mikroelektronikfertigung aufbauen. Die Basis der Fertigung werden sogenannte 12-Zoll-Wafer sein. Das sind Siliziumscheiben mit der 300 mm Durchmesser als Größe. Und wir werden dort Strukturen mit Dimensionen bis runter auf 12 Nanometer fertigen. Anwendungen sind vor allem Industrie- und Automotive-Anwendungen, also gut passend zu Europa. Produktionsvolumen 40.000 Wafer pro Monat und wir werden etwa 2.000 Mitarbeiter am Standort in Dresden beschäftigen. Warum setzt TSMC denn nun ganz konkret auf den Standort Dresden bzw. Sachsen im Allgemeinen? Zuerst einmal ist TSMC unser Hauptanteilseigner, eine stark wachsende Firma. Wir investieren nicht nur in Dresden, sondern auch in Taiwan selbst, aber auch in Japan und den USA. Und Dresden als Standort, Europa als Standort, war natürlich auch ein Wunsch unserer Joint Venture Partner Bosch, Infineon und NXP. Und an Dresden hat uns auch überzeugt, dieses Ökosystem. Es ist der größte Mikroelektronikstandort in Europa mit einer entsprechenden Zulieferindustrie, aber eben auch Institutionen wie die TU Dresden und die anderen sächsischen Universitäten, aber eben auch Helmholtz und Fraunhofer am Standort mit starken Mikroelektronikaktivitäten. Das war am Ende das Paket, was uns überzeugt hat. Also beeindruckende Rahmenbedingungen. Mittlerweile gibt es fünf sogenannte Fabs, zahlreiche Zulieferbetriebe und Forschungseinrichtungen sowie mikroelektronikrelevante Softwareunternehmen hier in Sachsen. Welche Rolle spielt das sächsische Mikroelektroniknetzwerk für das Unternehmen? Ja, aktuell sind wir noch in einer sehr frühen Phase. Wir planen den Spatenstich noch im zweiten Halbjahr diesen Jahres. Das bedeutet, ESMC ist vor allem erstmal ein großes Bauprojekt aktuell. Aber wir haben bereits angefangen, das ist uns sehr wichtig, an der sogenannten Talent Pipeline zu arbeiten, also Ausbildung unserer zukünftigen Mitarbeiter voranzutreiben. Und dort haben wir zum Beispiel unsere erste Kooperation mit der TU Dresden ist angelaufen. Wir haben bereits 30 Studenten, die an einem Austauschprogramm zwischen Taiwan und Deutschland teilnehmen. Die 30 Studenten sind jetzt vor Ort, machen ein Praktikum an einer taiwanesischen Universität und werden dann eben Zeit bei TSMC in Taiwan verbringen. Das sind so die ersten Themen, wo wir mit dem Ökosystem direkt zusammenarbeiten, neben dem Bauprojekt, was jetzt in der Planung entsprechend hochläuft. Wo endet denn diese gemeinsame Standortarbeit und wo beginnt auch zum Teil vielleicht auch Konkurrenzdenken zum Wettbewerber oder zum Anteilseigner oder zu den Anteilseignern von ISMC? Ja, zuerst einmal gibt es natürlich gesetzliche Regeln, die die Kooperationsmöglichkeiten beschreiben, was geht nicht. Da halten wir uns natürlich akribisch dran. Auf der anderen Seite muss man sagen, ESMC wird eine sogenannte Foundry sein, also eine Auftragsfertigung, die eben nicht nur offen ist für unsere Shareholder, Bosch, Infineon, NXP, sondern eben auch für andere. Und dieses Open Foundry Modell gibt dann eben den Raum für Kooperation und geschäftliche Interaktion auch mit anderen Playern.
Es gibt sicherlich eine Vision für den Standort. Wie ist denn Ihre ganz persönliche Vision? Wissen Sie, ich bin jetzt seit 1.1. Aktiv in dieser Rolle und ich hatte die Gelegenheit, auch Zeit in Taiwan und auch bei unserer Schwesterfab in Japan zu verbringen, die gerade frisch eröffnet wurde. Was mich beeindruckt hat in Taiwan, war natürlich die Größenordnung der Operation dort mit dem Ökosystem, was über die letzten 30 Jahre stark gewachsen und entstanden ist. Diese Größenordnung, aber auch die Fertigungsexzellenz. Und persönlich muss ich sagen, vor allem auch der Umgang mit natürlichen Ressourcen, Wasser, Energieverbrauch. Ich glaube, da hat Europa eine Riesenchance, mit dieser Kooperation auch einiges an Know-how und Kompetenz nach Europa zu bringen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, alle was Gutes getan und da freue ich mich drauf. Man hat sich für dieses Joint Venture ja bewusst für Dresden entschieden, um auch hier von der Region zu profitieren. Mal andersrum gesehen, wie kann sich denn Dresden und die Region durch die Ansiedlung oder dieses Joint Venture von ESMC entwickeln und davon profitieren? Die Mikroelektronik ist ja historisch eine sehr internationale Industrie, die vom Austausch lebt, auch über die Weltregion hinweg. Ich glaube, Dresden hat damit eine große Chance, noch vielfältiger zu werden. Ich glaube, kulinarisch wird Dresden davon profitieren, dass wir noch mehr Kulturen hier am Standort haben werden. Auf der anderen Seite wird Dresden natürlich auch mit dem Cluster Mikroelektronik noch stärker werden. Und das bedeutet ja nicht nur die 2000 Arbeitsplätze von ESMC, sondern eben auch Zulieferer, die kommen werden, um diese Fabrik und das Unternehmen zu unterstützen. Das heißt, es werden auch zusätzliche weitere Arbeitsplätze geschaffen, hochwertige Arbeitsplätze. Und das ist, glaube ich, für Dresden auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, der das Projekt so spannend macht. Absolut. Es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, es werden Milliarden in die Halbleiterindustrie fließen. Der Mittelstand geht wohl leer aus. Ja, und auch die Fachkräfte werden von größeren Playern in der Region abgeworben. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Also vielleicht erstmal zu den Subventionen. Wir haben ja alle in der Krise gemerkt, wie wichtig Mikrochips sind, ja. Und Mikrochips sind die Basis für viele neue Domänen, neue Felder, sei es die Elektromobilität, das Internet der Dinge. Im Prinzip Digitalisierung braucht Mikroelektronik und Europa investiert über diese Subventionen in den Standort, dass man eine Chance hat im Wettbewerb mit anderen Regionen auf der Welt. Für mich ist das eine Zukunftsinvestition, die sich auszahlen wird, weil die Industrie in Europa diese Kompetenz in der Mikroelektronik braucht. Sie haben das Thema Fachkräfte angesprochen, demografischer Wandel. Wir haben das natürlich auch auf dem Schirm. Wir arbeiten auch daran. Siehe Kooperation mit der TU Dresden, aber eben auch Ausbildung am Standort. Wir wissen, dass wir dort eine große Aufgabe haben, der wir uns auch stellen und entsprechend über Ausbildung. Wir hoffen eigentlich, dass das Projekt so viel Leuchtkraft auch entwickelt, dass eben auch Menschen nicht nur aus Dresden, sondern auch aus Deutschland und Europa zu diesem Projekt kommen werden, da mitmachen werden, sodass wir nicht nur in Dresden akquirieren, sondern im Prinzip einen größeren Pool an Talenten und Fachkräften anziehen können. Abschließende, aber nicht sehr, nicht wesentlich unwichtige Frage. Sie haben gerade schon Förderprogramme und Fachkräfte angesprochen. Welche Voraussetzungen sind denn für das zukünftige Wachstum, gerade auch in Ihrem Bereich, unbedingt notwendig hier am Standort Dresden oder in der Region Sachsen allgemein?
Ah, wissen Sie, jetzt ganz frisch in der Rolle, ich glaube, Wachstum über dieses 10-Milliarden-Projekt hinaus, das überfordert mich gerade etwas. Aktuell wollen wir das Projekt erstmal gut auf die Straße bringen. Das ist eine der größten Investitionen in der Geschichte der Bundesrepublik. Da ist der Rahmen wohl abgesteckt. Und wir setzen jetzt alle Kraft darauf, dieses Projekt in der Zeit, im Budget und natürlich auch mit den technischen Parametern, die wir uns vorgenommen haben, ins Ziel zu bringen, sodass wir dann hoffentlich das nächste Interview 2027 führen können, wenn wir unseren Produktionsstart, erfolgreich gemeistert haben. Vielleicht führen wir das nächste Interview sogar schon etwas früher. Würde mich sehr freuen, Dr. Christian Keut, Präsident von ESMC in Dresden, mir zugeschaltet für dieses Interview. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Vielen Dank, Herr Kaufmann.